Einfach so. So bleibt. Jawohl. Okay. Ob ich nervös bin? Ja, ich bin sehr nervös. Das ist meine erste Moderation so vor so vielen Menschen, weil es sind richtig viele, 270. Davor habe ich nur so kleine Moderationen gemacht. Jetzt bin ich schon ein bisschen nervös, aber ich glaube, das wird alles ganz gut enden, hoffentlich. Ich habe zum Beispiel jetzt die Bühne hier vergoldet. Dann kannst du hier erstmal links entlang und dann rechts entlang. Und dann dein Bücken, dann kannst du einmal... Ich habe mal bei einem Musical mitgespielt, bei Tuishi Pamocha war das, früher vor 5 Jahren, da habe ich getanzt, aber so geredet, so gesprochen, so moderiert habe ich jetzt noch nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Meine Hobbys sind auf jeden Fall Fußball anschauen. Selber Fußball spielen tue ich nicht, aber so Fußball schauen, FC Bayern ist eigentlich mein Hobby. Modeln und Schauspielern, das mache ich auch schon seit ich 12 bin und es macht auch voll viel Spaß. Ich will irgendwann mal Sportmoderatorin werden, am besten für Fußball, auch für andere Sportarten. Also das ist eigentlich mein großes Ziel, so das Sportmoderatorren, das wäre schon wirklich cool. And trust the process. Stück für Stück alles vergolden. Okay. Ja, ich war mit 12 auch bei der Bravo-Zeitschrift. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Wir waren so 2 bis 4 Stunden am Set, haben ganz viele Outfits angezogen, haben geshootet. Es war mega cool. Das ist einfach mein Ding, einfach sowas zu machen. Und ja. Ich bin ready für heute, sehr ready sogar. Aber ich habe trotzdem noch ein bisschen Angst. Aber es wird schon schief gehen. Gehen, schön durchstrecken, okay. Und dann gehen wir auch schön runter. Lass uns runterhängen. Jede mögliche Gesichtsbewegung machen. Bäh! 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 Okay. Oh, yo, yo, yo. Ha, 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 ha. Also, Senden, weil dein Mikrofon ist wichtig, dass es da ankommt. Verstehst du? Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Du hast die volle Kontrolle. Ja. Du bist nicht verspannt. So. Irgendwie so oder so. Verstehst du? Du bist hier entspannt. Hier fließt überall wieder Blut durch. Bauch hast du, Beine hast du. Du hast deine Konsonanten aktiviert durch das Fat, durch das gesamte Prozedere. Jetzt bist du ready. Okay. Jetzt kannst du auf die Bühne und kannst sicher sein, dass du gut aktiviert bist. Soll ich noch mal den Text sagen oder nicht? Genau, jetzt sag mal den Text so für dich so, dann merkst du, was das für ein Unterschied ist. Jetzt bist du in deiner Stimme. Bonjour, bienvenue und herzlich willkommen zu unserer Synergie-Weihnachtsfeier 2.0. Schön, dass ihr alle da seid. Liebe Kollegen auch aus Frankreich, ich freue mich, dass ihr alle hier seid, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. Macht mich natürlich auch sehr, sehr glücklich. Genau, im gleichen Zuge möchte ich natürlich auch im Namen der Geschäftsführung bedanken, dass ihr wieder alle hier mit dem weiten Weg auf euch genommen habt. Schöner Abend. So, das hat jetzt nicht lange gedauert, aber für dich wird es sich lange anfühlen. Deswegen nimm dir die Zeit zu atmen.
willkommen zu unserer Synergy Weihnachtsfeier 2.0 2023. Also ihr seid ja wie gesagt drauf, habe ich schon gehört. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, oder? Jawohl. Perfekt. Okay. So, ich teile euch jetzt in drei Firmen auf, okay? In drei verschiedene Firmen. Nur noch heute, ein letztes Mal. Einmal in die Randteil, in die Digitale und in die Synergy. Wir fangen direkt mal an. Also sobald ich euren Firmennamen aufrufe, schreit ihr so laut ihr könnt, okay? Das geht mal. Perfekt. Wir fangen an. Wo sind die Mitarbeiter der Synergy? Du bist die Anfängerin. Wir teilen jetzt mal, diese Seite ist deine Seite. Okay. Jetzt zeige ich dir mal, was Stimmung bedeutet. Und das hier ist meine Seite. So, liebe Marie, pass genau auf. Ja? Ach, wo ist die Stimmung? Ui, Indianer. 3, 2, ich habe es geschafft, die Nervosität zu bewältigen, indem ich einfach an mich geglaubt habe, einfach nach vorne geschaut habe, in die Menge geschaut habe. Ich habe keinen wirklich angeschaut, ich habe einfach nach vorne erstmal geguckt, über die Gesichter drüber geschaut und dachte mir so, ich kann eh nichts verlieren und hat dann Spaß gemacht im Endeffekt. Das Gefühl war wirklich unbeschreiblich, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich habe es mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt, aber es war ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also ich würde es immer und immer wieder machen, weil es halt einfach Spaß gemacht hat. Ich bin sehr stolz auf mich selbst, weil das waren richtig viele Leute. Am Anfang war ich sehr nervös, hatte Angst, aber jetzt eigentlich bin ich richtig befreit, weil ich mir so denke, ja Mann, du hast es geschafft. Und ja, deswegen bin ich stolz auf mich. 5 Minuten vor meinem Auftritt, boah, da hatte ich schon ziemlich Angst, war sehr nervös und dachte mir, soll ich es nicht lieber abbrechen, weil ich so Schiss hatte. Aber im Endeffekt bringt Abbrechen nichts, man muss einfach durchziehen und dann macht es auch Spaß. Als nächsten Step würde ich mir natürlich wünschen, weitere Shows zu moderieren. Und auch weiter zu modeln, zu Schauspielern und dann irgendwann, das ist aber noch ganz weit weg das Ziel, irgendwann Sportmoderatorin zu werden. Dankeschön. Gerne. So, das war mein erster Auftritt, das war die erste Mondshow von mir. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einfach ein Like da, abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke. Ich würde mich über einen Like, wie gesagt, freuen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und noch eine schöne Zeit. Tschüss.